Ich soll 4 Whiskys in 4 verschiedenen Situationen empfehlen. Ja, also ich muss schon ziemlich gestresst sein, wenn derjenige mit einem Whisky davonkommt. Aber naja, mal schauen, was mir dazu einfällt. Hallo liebe Whisky-Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei mir beim Kanal von Whisky Evening. Mein Name ist André und heute nehme ich teil an der Whisky Challenge. Deswegen eben stelle ich 4 Whiskys vor und nominiere danach noch jemanden. Und ja, das war natürlich so eine Sache in dieser Woche. Es ist also eine neue Whisky Challenge ins Leben gerufen worden von Christian von The Malt Head und von Smoking Drams. Das habe ich aber erst später erfahren, denn ich habe natürlich ein paar Videos gesehen, dann bin ich auch nominiert worden. Und dann habe ich mich gewundert, als ich das Video angeschaut habe von Konstantin von Whisky Enjoy und denke, was macht denn der wieder für eine Challenge? Der hat dann 5 Whiskys vorgestellt und ganz andere Kategorien. Ja, dann war ich zwischendrin so ein bisschen da und denke ich, aha, eben habe ich mich gerade durchgerungen, dass ich da mitmache. Ja, jetzt macht aber jeder, also es war mein Gefühl, ne? Es macht aber jetzt wieder jeder, was er will. Das macht dann auch keinen Sinn. Ist ja komisch dann bei einer Challenge, wenn jeder was anderes macht. War aber nicht Christians Schuld, sondern einer der Urheber hat eben dann mir auch geschrieben, ja, also die beiden, die es ins Leben gerufen haben, waren sich wahrscheinlich nicht ganz so einig. Der eine hat 5 Kategorien gemacht, der nächste 4. Und so kam halt diese Irritation zustande. Ja, da war ich erst wieder ein bisschen down, habe gedacht, naja, das ist ja auch Quatsch, wenn. Na? Ja, dann habe ich mich wieder überreden lassen, da gab es wieder kleine Aufregungen, dann hat sich einer mächtig aufgeregt, warum jetzt lauter solche Videos hier bei YouTube angezeigt werden. Und ja, das ist so, der Algorithmus von YouTube zeigt eben das, was aktuell ist und was jetzt zum Beispiel auch häufig aufgerufen wurde. Natürlich ist es so, wenn ihr auf eure Startseite schaut, manchmal siehst du auch uralte Videos, weil es ja auch manchmal nicht, wie das zustande kommt. Und so richtig können manche auch diesen YouTube-Algorithmus nicht erklären. Also man muss nur versuchen, dass man den irgendwie für sich als Freund gewinnen kann und vielleicht sich darauf einstellen kann. Aber jedenfalls ist der Grund, das verschwindet auch wieder, ne? Aber jedenfalls hat sich einer mächtig aufgeregt und das Kuriose ist, und das ist so klein ist die Welt oder so. Man muss halt wirklich manchmal ein bisschen relaxer bleiben. Ja, 2 Tage später oder einen Tag später wurde er nominiert. 2 Tage später hat er selber ein Video gemacht. Also, wie gesagt, die Welt ist einfach verrückt. Und vorher noch 100% oder 180 Grad voll dagegen in die andere Richtung gefahren und dann auf einmal wieder Kehrtwendung und in dieselbe Richtung mitgefahren. Ja, Herrgott, das ist einfach, ja. Eine komische Geschichte, aber wie gesagt, dann haben auch viele relativ schnell reagiert auf diese Nominierungen und also die sind nominiert worden, haben 2 Stunden später war das Video hochgeladen. Wollte ich eigentlich dann auch machen, habe dann aber überlegt, wir waren ja die Woche auch live, wäre ein bisschen nervig vielleicht gewesen. Habe ich dann überlegt, nee, das machst du nicht. Außerdem passt das jetzt nicht zu mir. Ne? Also ich brauche für einen Whisky, auch für eine Empfehlung oder wenn ich das hier vor der Kamera mache, ich brauche ein bisschen Ruhe, ich brauche mich ein bisschen, muss ein bisschen zu mir kommen. Und ich hoffe, ihr versteht das, dass ich deswegen das als Sonntagsvideo mache. Und ich hatte das in einer anderen Gruppe angekündigt, sage, morgen mache ich meins. Und dann habe ich es doch wieder verworfen, weil es einfach so zwischen Tür und Angel und einfach, das ist nicht mein Metier. Genuss mit allen Sinnen, ihr wisst, das ist so mein Motto. Und da gehört einfach auch ein bisschen Respekt vor dem vor der Handwerkskunst des Whiskys eben einfach dazu und sich ein bisschen Zeit nehmen. Das ist ja kein, für mich kein Getränk, was man einfach so wegkippt. Kann jeder anders sehen, na, für mich halt einfach nicht. Und ja, deswegen habe ich dann jetzt gedacht, ja, mache ich dann doch nicht so schnell. Und ja, wie gesagt, interessantes Thema, aber man kann einfach mal drüber schnacken. Aber ich habe dann gemerkt, ganz so einfach ist es dann doch nicht, weil auf den ersten Blick denkst du ja, 4 Whiskys in verschiedenen Situationen suchst du raus. Ja, da muss ich dann doch ein bisschen beschäftigen. Erstens hat jede Kategorie einen besonderen Anspruch. Und wie gesagt, das Ergebnis, das zeige ich euch ja jetzt. Und
Da wünsche ich euch viel Spaß dabei, gell? Aber damit es nicht ganz so trocken wird, nehme ich einen Whisky dazu. Und ihr braucht jetzt keine Angst haben, dass ich jetzt so den Whisky für alle vier Kategorien nehme, weil ich Ben Riach mag, das weiß ja der eine oder andere, sondern den genieße ich einfach nebenbei zu den Kategorien. Und ihr wisst, ich kann immer nur eine Sache machen. Ja, es gab ja welche, die einen Whisky für alle vier Kategorien gemacht haben. Das zeigt natürlich eindeutig ganz klar die Vielfalt der Whisky-Welt, wenn man nur einen Whisky hat. Aber okay. Ich bedanke mich ganz herzlich bei James Dean, der mich, glaube ich, das erste Mal, also Rainer Nickel, der mich das erste Mal erwähnt hat oder nominiert hat. Das zweite war dann Sean's Whisky Bar oder Whisky Ecke. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich verlinke das jedenfalls trotzdem unten drin. Könnt ihr auch mal reinschauen. Also danke, Sean. Sean für die Nominierung. Und dann dritter, der mir jedenfalls bewusst war, war Ronny. Ja, Ronny, danke. Das ist dann einfach so, dass ich da auch mitmachen muss. Und die erste Kategorie ist der All Day Dram. Nun, meine Freunde, was ist für euch ein All Day Dram? Früher war es für mich der Ben Riach 12 Jahre, weil es ein wunderbar gelungener Whisky ist, auch ein Alter drauf hat, also kein No-Age-Statement ist, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, in Sherryfässern gereift und mit einer Trinkstärke von 46% abgefüllt. Das ist hier sogar die neuere Ausgabe von Rachel Berry, vorher von Billy Walker. Und das ist einfach ein Whisky, den ich früher mit Sicherheit als All Day Dram genommen hätte. Mittlerweile, und das wisst ihr, ist dieser Whisky, oh, der ist so klasse. Und der ist vom Markt verschwunden. Es gibt ihn noch in verschiedenen Shops. Schaut einfach nach, dass ihr was habt. Aber den kann ich euch ja jetzt nicht empfehlen als All Day Dram, weil er irgendwann jetzt beendet ist, ne? Und deswegen mein All Day Dram. Und übrigens, es gibt ja so viele All Day Drams. Mal ehrlich, wie viele? Das sind viele Standards, die einfach da dazugehören. Aber mein All Day Dram aus dem letzten Jahr, und ich glaube, ich habe darüber nie ein Video gemacht. Ich glaube, ich habe den mal bei den Geschenken mit vorgestellt. Ist der Razi While We Wait. Mittlerweile gibt es ja auch einen richtigen Razi. Isle of Razi Distillery. Der ist sogar ein bisschen rauchiger. Ist für einen All Day Dram eigentlich schon ein bisschen, erstens, viel zu teuer für einen All Day Dram, weil das Inaugural Release hat gekostet irgendwie 120, 125 Euro. Dieser hier, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht genau, was er kostet. Vielleicht kostet er 35 Euro. Ich sage jetzt mal so in der Drehe. Der ist etwas milder, hat also etwas weniger Rauch, aber hat eine schöne Süße, ist auch gereift in Tuscan Red Wine Cask, also in toskanischen Rotweinfässern und hat eine schöne Süße, leichte Rauchnote, steht auch hier drauf, lightly peated. Und den fand ich so gut. Und wir sind ja sehr oft freitags im Zoom und unterhalten uns ja ziemlich lange, also unter verschiedenen Whisky-Freunden, also in der Discord-Gruppe. Und da habe ich den lieben gelernt und habe auch, wie es beim All Day Dram ist, in meiner Definition, es ist einer, wo du nicht großartig drüber nachdenkst, nicht immer so tief philosophierst, was es für ein Whisky ist und so, sondern der einfach schmeckt und sagt, auch in geselliger Runde mag ich den einfach so nebenbei auch trinken. Na, wie früher den wunderbaren Ben Riach 12 Jahre. Aber wie gesagt, passt jetzt nicht mehr. Wenn ihr noch Shops habt, wo er den findet, bei mir findet er den nicht mehr. Ich bin selber froh, dass ich noch zwei Flaschen habe und die werde ich auch nicht hergeben. Die will ich dann mit meinen Freunden, wenn es dann irgendwann geht, gemeinsam genießen, nebenbei und einfach sagen, wie klasse das ist.
Wie gesagt, wunderbar für All Day Dram. All Day Dram bedeutet natürlich nicht, dass ich die jeden Tag trinke, sondern das ist einfach nur, dass du nicht, das ist die Bezeichnung, dass du sagst, der muss nicht so tief sein, der muss nicht so, du musst nicht so intensiv so lange warten, bis du dich diesem Aroma näherst. Denn nur mal als Erinnerung, wenn ich hier hinten seht ihr ja, seht ihr den Glengoyne 25 oder hier oben den Jura 21, das sind sehr gute Whiskys, aber es sind keine All-Day-Drams. Erstens, weil sie viel, viel zu teuer sind. Also nicht zu teuer, sondern viel, viel teurer sind. Und weil die so viel Tiefgang haben und da braucht, die brauchen die Konzentration dafür. Also da musst du da sein, da musst du die Muße haben, die zu zerlegen, geschmacklich zu zerlegen. Ja? Also mein All-Day-Dram, Razzie While We Wait. Lightly peated red wine to scan cask. Die zweite Kategorie ist, du bist auf dem Weg zu einer Party. Gut, das ist auch schon lange her. Ja, Corona sei Dank. Wüsste ich nicht, wann die letzte Party war. Und du bist eingeladen und du weißt, also so hat es Christian damals gesagt, du weißt, es gibt dort nichts Vernünftiges zu trinken und du hältst schnell am Supermarkt oder an der Tankstelle an und nimmst noch was mit. Damit es dort was Vernünftiges gibt oder damit du selber was trinken kannst. Ja, Leute, das ist auch nicht so einfach, gell? Jetzt kommt es darauf an, was ist denn für eine Party? Will ich in der Party, auf der Party für mich was trinken oder will ich da andere überzeugen? Möchte ich da in ein Gespräch kommen oder weiß ich schon, was mich erwartet und brauche nicht großartig zu sprechen? Wie ist der Männeranteil, wie ist der Frauenanteil, ist ganz klar. Also ihr werdet euch wundern, warum. Weil rauchige Whiskys, Leute, da muss man mit Frauen drüber philosophieren. Na? Du brauchst nicht zu einer Handwerksparty gehen, Handwerkerparty zu gehen. Na? Die Handwerker, das sind zwar starke Männer, aber die seltensten, die ich kenne, sind absolute Rauchfans. Die meisten sagen, oh, ich möchte einen milden Whisky, am liebsten noch einen Likör. Ne? Also das habe ich sehr oft erlebt. Also nicht persönlich nehmen, falls jetzt einer da zuschaut, aber es ist oft so. Und die Frauen mittlerweile, und deswegen sage ich auch, es gibt auch keine Frauenwhiskys. Ne? Ja, ich gehe am Supermarkt vorbei und nehme einen Whisky mit. Ich nehme sehr, sehr gerne hier dann den Talisker Portree mit. Dieser Talisker ist eben nochmal gefinished in Portwein Cask, was ich ja sonst eigentlich nicht so mag, weil, aber bei dem ist die Harmonie recht gut aus, also vorhanden, ausbalanciert. Falls es den nicht gibt in dem Supermarkt, wo man gerade vorbeigeht, aber den gibt es mittlerweile bei sehr vielen, also gut sortierte Edeka-Märkte, muss ich mal sagen. Rewe ist regional sehr unterschiedlich. Also ich war ja schon einiges unterwegs. Edeka war wirklich sehr gut aufgestellt. Oder was gibt's? Selgros und ach, weiß ich, was für Märkte alles noch gibt. Da gibt's den. Ne? Und wenn es den nicht gibt, dann kann man natürlich auch den 10-jährigen Talisker nehmen. Ne? Also das ist ja einer, der mich zum Whisky gebracht hat und deswegen als Supermarkt Whisky geeignet ist. Oder wenn ihr sagt, nee, ich möchte eigentlich keinen Rauch haben, weil der hat ja leichten Rauch, dann bekommt ihr auch in jedem Supermarkt normalerweise den Dalwhinnie 15. Dalwhinnie 15 Jahre, ein Highland Whisky, leichte Honigaromen, schöne kräuterige Aromen, also ein leichter Whisky. Macht mir immer sehr viel Spaß, nehme ich sehr gerne mit und würde ich hier im Supermarkt vermutlich auch bekommen. Deswegen diese beiden meine Supermarkt-Whiskys. Mal gucken, ob wir genügend Platz haben hier auf dem Tisch. Ja, und es gibt ganz selten Supermärkte, wo es auch den Benriach mal gab. Wenn es ihn mal gab, gibt es ihn jetzt nicht mehr. Aber der passt eigentlich auch immer. Also falls ihr den mal in einem Supermarkt bekommt, nehmt ihn mit. Bekommt er nicht im Supermarkt. Nee. Ja, Leute, jetzt die nächste Kategorie ist, du bekommst einen Besuch und dieser Besuch hat noch niemals einen Whisky getrunken und du möchtest ihm
einen Whisky einschenken, damit er sich der Welt des Whiskys öffnet. So, Leute, das ist, glaube ich, mit die allerschwierigste Kategorie. Denn jetzt geht mal in euch. Wirklich geht jetzt erstmal in euch. Wartet nicht, was ich sage, sondern ihr geht jetzt mal in euch. Wie hat eure Whisky-Karriere begonnen? Ich gebe euch jetzt eine halbe Minute Zeit. Ihr denkt nach. Was war euer erster Whisky? In welcher Situation? Wie kam der an? Was war der zweite Whisky? In welcher Situation? Wie kam der an? Und jetzt der dritte Whisky. Situation, wie kam er an? Denkt wirklich mal selber drüber nach. Es gibt keinen Whisky, der für jeden passt. Es gibt es nicht. Die Geschmäcker sind einfach unterschiedlich. Es ist einfach ganz klar, es gibt so viele Leute, die durch den Laphroaig 10 Jahre zum Whisky gekommen sind. Die wären nicht mit einem Glenfiddich 12 Jahre dazugekommen. Und es gibt viele, die mit Glenfiddich 12, die mit einem Balvenie 12 Jahre Double Wood zum Whisky gekommen sind. Gibt sehr, sehr viele. Das heißt, ich kann hier einfach nur davon ausgehen, was würde ich jetzt persönlich einschenken. Und ich habe schon ein paar Leute zum Whisky gebracht. In jüngster Vergangenheit, zum Beispiel meine Schwägerin findet es ganz gut und mein Schwiegersohn eigentlich nicht. Aber was habe ich denen eingeschenkt? Den habe ich, gut, das sind enge Bekannte, ja, das ist Familie, nicht enge Bekannte. Aber auch so. Den habe ich halt meinen Lieblingswhisky eingeschenkt. Und zwar Benriach 22 Jahre Moscatel. Der ist einfach so klasse. Also ich weiß, natürlich kann ein Einsteiger den nie so schätzen. Aber das ist einfach ein Whisky, den ich für mich so super empfinde. Mit vielschichtigen Aromen und dann sagst du natürlich dem Einsteiger auch, ja, nimm erstmal hier ein anständiges Glas, nimm dann erstmal einen kleinen Schluck, gewöhn dich an den Alkohol, nimm einen zweiten Schluck, dann sag mir mal, was in der Nase hat. Das ist ja mit Anleitung. Die Anleitung ist ja das Wichtige, nicht einfach ihm selbst überlassen. Das, Leute, egal welchen Whisky ihr einschenkt, jemand, der noch nie was hatte, der braucht Anleitung. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Natürlich, wenn ihr habt, könnt ihr auch einen Benriach 12 Jahre nehmen. Der schmeckt bestimmt auch. Also den hier würde ich nehmen. Ja, eine Rasi geht mal hier weg. Das war ja Benriach 22. Dann ist es so, dass man natürlich auch einen Standard nehmen kann. Für mich aktuell der beste Standard ist der Tobermory 12 Jahre. Tobermory 12 Jahre ist etwas gefälliger, ist nicht mehr. Vorher gab es mal einen Tobermory 10. Der war etwas kantiger, etwas kräftiger. Natürlich, manche Tobermory-Fans sagen, ja, der war das Typische, was Tobermory verkörpert. Aber wie du einen Einsteiger gewinnen könntest, ist mit diesem Tobermory 12. Der ist einfach klasse. Ich habe ihn nicht auf. Aber ich habe einen ähnlichen Vertreter hier auf und der heißt Diensten 12 Jahre. Ich habe den gerade verglichen mit dem Kilcarron 12 Jahre und für mich hat der Diensten hier gewonnen. Kilcarron 12 Jahre ist auch was Feines. Die Nase ist nicht ganz so gut wie der Diensten. Deswegen würde ich sagen, passt der Diensten hier auch noch ganz gut. Und ja, wollen wir den Kilcarron noch dazustellen? Wegen mir. Das sind so Einsteiger. Aber was mir nochmal in die Hände gefallen ist, es ist ja, wäre natürlich schön, wenn es ein Benriach gewesen wäre. Aber ist halt die Weiterentwicklung dieser ganzen Finishes, dieser ganzen Abfüllungen von Billy Walker, ist dann hier ein Glenallachie.
Ich habe hier gewählt den Glenn Allachie 15, weil der für mich wirklich sehr viel Positives verkörpert. Und das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, jemanden das einzuschenken, der stärker zum Beispiel die Fruchtaromen haben soll, als hier dieser, ja, meine Lampe ist, glaube ich, die geht dem Ende entgegen. Ich habe so Stromsparlampen. Ich habe neulich schon gedacht, der Strom war bei uns weg. Aber ihr werdet merken, jetzt wird es gleich wieder hell. Ja, und weil ich ja gesagt habe, es gibt so viele Karrieren im Whisky-Business, nicht im Whisky-Business, sondern im Genussleben. Ich würde trotzdem einen Neueinsteiger, also wer bei mir jetzt mal ist, mein Neueinsteiger, der kriegt sowieso nicht nur einen vorgesetzt, sondern der kriegt bestimmt drei vorgesetzt. Ja, also zum Beispiel einen Tobermory, einen Glen Allachie und einen Rauchigen. Und als Rauchigen habe ich hier gerade zur Hand einen Triple Wood. Laphroaig Triple Wood. Ich könnte natürlich auch einen Laphroaig 10 oder was da haben. Das wäre also auch noch einer, den ich jemanden einschenke, der noch nicht Whisky-Berührung hatte. Einfach, um die unterschiedlichen Aromen zu bekommen. Ich persönlich hatte, glaube ich, auch vor Jahren schon als einer der ersten auch den Laphroaig im Glas. Ich war davon nicht angetan, ne? Aber jetzt mittlerweile bin ich ein großer Fan davon. Aber wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, unterschiedliche Karrieren in dem Bereich. Jetzt wird es langsam voll auf dem Tisch. Ja, und das sind so meine Sachen. Ich kann also nicht nur einen sagen, sondern Neueinsteiger immer Anleitung, wie man genießt, und dann, wenn es geht, vielleicht immer nur ein CL, aber immer verschiedene Aromen mal anbieten. Ne? Also, das wäre also meine Empfehlung in dem Bereich. Ja, und die vierte Kategorie bedeutet oder heißt, du bekommst Besuch von einem absoluten Whisky-Profi, der schon alles Mögliche probiert hat. Nun, jetzt ist natürlich die Frage, wer ist dieser Mensch? Mag ich den? Oder besucht er mich jetzt einfach nur mal so und will mich nerven? nee, also ich gehe immer davon aus, dass es positiv ist und dass ich mich mit dem wunderbar unterhalten kann. Ja, dann habe ich zwei. Ich habe zum einen den Single Cask von Ben Riach, Triple Distilled Pedro Ximénez oder eben davon diesen rauchigen. Habe ich aber ein Video gemacht, wo ich beide vorgestellt habe, die einfach absolut intensiv vom Aroma sind. Und ihr seht hier, wie wunderschön die Flasche ist. Also Single Cask ist eigentlich für jeden Whisky-Profi was Besonderes, weil natürlich jedes Fass ein ganz anderes Aroma hat. Und das hier ist einfach ein ganz kräftiges Aroma, was darüber kommt. Da braucht man Wasser, um das vielleicht ein bisschen gefälliger zu machen, weil es einfach absolut intensiv ist. Und dann als weiteren außergewöhnlichen Whisky habe ich einen 10-jährigen Inchgower, auch Single Cask Abfüllung. Den habe ich auch schon mal, denke ich mal, vorgestellt. Inchgower, 10 Jahre. Vom VEB Whisky Kombinat Karl-Marx-Stadt. Also es ist also keine Abfüllung aus DDR-Zeiten, sondern es ist aktuell, ich sag mal vor 5 Jahren, glaube ich, irgendwie abgefüllt, oder? Moment, ich sage euch, Auslieferung, nee, 15.01.2019. Na, also das ist also jetzt 2 Jahre alt. Also vor 2 Jahren kam der auf den Markt. Na, wollte ich damit sagen, der ist nicht 2 Jahre alt, sondern der ist ja 10 Jahre alt. Aber kam vor 2 Jahren auf den Markt und der ist sowas von intensiv. Ich bin wirklich mittlerweile so begeistert davon. Am Anfang habe ich lange gebraucht, um mich diesem Whisky zu nähern, weil der so intensiv vom Aroma war. Diese Apfelstrudel-Zimtnote, die hier drin ist, die ist sowas von krass. Das habe ich noch nicht oft erlebt und deswegen würde ich diesen Whisky jemanden anbieten, der eigentlich schon sehr, sehr viele Whiskys getrunken hat. Das heißt, in der Kategorie, der schon fast alles probiert hat. Fast alles, man kann nie alles probieren, ganz klar.
Aber so ein außergewöhnliches Aroma habe ich selten gehabt. Und wie gesagt, bei allen anderen ist es ähnlich. Manche sind besser, manche schlechter, intensiver. Aber der ist einfach, der ist komplett anders. Der ist außergewöhnlich. Und deswegen, weil er außergewöhnlich ist, wäre das der Whisky in meiner vierten Kategorie. Wenn ich da noch was habe, also ich habe ja wirklich nur noch eine halbe Flasche und ich kriege ja keine Flasche mehr. Ich habe schon was probiert. Es gibt keine Flaschen mehr davon. Also deswegen, ja, schade, schade, aber ich muss damit leben. Also es wird im Whisky-Leben immer so sein, dass wir nicht mit allen Flaschen immer haushalten können oder dass wir uns bevorraten können. Ja, soweit meine Kategorien. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, warum ich nicht immer nur einen Whisky nennen konnte. Und ja, wer mich schon länger kennt, der weiß, dass ich nie nur eine Antwort parat habe. Und so ist es eben bei diesen Kategorien genauso. Nichtsdestotrotz hat mir das sehr viel Spaß gemacht, diese Whiskys rauszusuchen, weil du musstest auch dein Gehirn anstrengen und sagen, aha, was mache ich denn? Wie gesagt, auf den ersten Blick war es ziemlich einfach zu sagen, ja, der muss halt mal vier Whiskys nennen. Nee, du musst dir schon mal einen Kopf machen und sagen, ja, was ist denn das Außergewöhnliche? Ja. Und das möchte ich natürlich, dass das auch weitergeht und möchte deswegen auch weitere Personen nominieren. Und aufgrund des ganzen Troubles, also dieser Verwirrungen, sage ich mal, die es diese Woche gab, möchte ich ehrlich gesagt nicht nur drei Nominierungen, sondern plus eine. Und ich möchte, dass wir als Whisky-Gemeinschaft alle da so ein bisschen enger zusammenrutschen und ich möchte eigentlich alle Kategorien hier mit berücksichtigen. Das heißt, ich werde einen YouTuber nominieren, ich werde einen Blogger nominieren, also jemanden von der schreibenden Zunft. Ich werde jemanden nominieren, den, soweit ich es jetzt weiß, den ich nur von dem Medium Instagram kenne. Also ich kenne sie auch noch über eine Gruppe, aber also hier über Discord, aber ich kenne sie nicht persönlich, aber ich kenne sie eigentlich sonst nur über Instagram. Und ich möchte noch jemanden, der ist in keine Kategorie einzufügen, nominieren. Und zwar ist das eigentlich mein, ich sage jetzt mal mein Techniker. Was aber viel zu kurz gesprungen ist. Also es ist mittlerweile ein sehr gutes Pendant zu mir. Wir haben uns auch schon sehr oft gestritten, aber das ist das, was ich meine, so eine Streitkultur. Du kannst am nächsten Tag wieder normal miteinander umgehen. Das geht immer um die Sache, nie um die Person. Na? Ich weiß, mittlerweile in meinem Alter weiß man ja über seine Schwächen Bescheid. Na? Und ich habe ihm auch manchmal ganz klar gesagt, so kann ich es nicht machen, weil ich kann dir es jetzt zwar zusagen, ich möchte dir es zusagen, ich weiß genau, wie ich tick. Und ich weiß, dass ich manche Sachen nicht einhalten kann. Können jüngere Leute manchmal gar nicht verstehen, aber es ist einfach so. Und ich glaube, im Laufe der Zeit kann das verstehen, was ich meine. Ich möchte jetzt also quasi als erstes meinen Techniker, mein Pendant oder meinen Unterstützer, meinen Supporter, meinen Flaschenteiler vor dem Herrn hier noch benennen. Das ist der Jan. Der hat einen Blog. Ja, hat er noch nicht viel geschrieben. Der hat einen YouTube-Kanal. Ja, hat er nur Technik gemacht. Jan Malt Matters. Jan, ich nominiere dich. Und wenn du kein Video drehst zu den verschiedenen vier Kategorien, ich könnte mir auch vorstellen, dass du auf YouTube nicht selber ein Video von dir drehst, sondern vielleicht Videos zu den Destillerien und dann zum Schluss einfach den Whisky einblendet, den du meinst. Könnte ich mir vorstellen, dass du technisch sowas drauf hast. Wie du es machst, ist richtig. Jan, es würde mich freuen, wenn ich weiß, was sind deine vier Whiskys in dieser Kategorie. Als zweiten möchte ich einen YouTube-Kollegen, sage ich mal, YouTube-Freund, Whisky-Freund, einfach hier nominieren. Das ist der, bin ich jetzt, komme ich auf den Namen, Malt and Metal. Ich muss es rausschneiden. Malt and Metal Jochen. Malt and Metal Jochen. Ja, den Jochen möchte ich hier nominieren. Ich weiß, ihm ging es ähnlich wie mir. Er hat gedacht, oh, vielleicht geht der Kelch an uns vorbei mit diesem Battle, mit dieser Challenge. Nein, Jochen,
Ich nominiere dich und ich erwarte eigentlich, dass du mir eine Antwort lieferst. Dann möchte ich von der schreibenden Zunft eine Bloggerin hier benennen und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere, der das hier sieht, der vielleicht auch bei Facebook irgendwie mit ihr verwandelt ist, ihren Hinweis gibt. Die Margarete Marie, die hat den Blog Frauen und Whisky, auch für Männer. Eine sehr angenehme Person, mit der ich sehr gerne philosophiere. Wir haben also intensiv hin und her geschrieben, zum Beispiel über die neuen Benriach-Abfüllungen. Ist ganz klar, weil natürlich Rachel Berry eine Frau ist. Einfach aus meiner Sicht unterstützt Margarete diese Sichtweise etwas mehr. Mir ging es da eher um den Whisky und der hat mir halt nicht so zugesagt. Das hat da nichts mit zu tun, ob es eine Frau ist oder nicht, die Rachel Berry. Jedenfalls, es macht einfach Spaß, mit ihr zu diskutieren, zu schreiben. Auch online habe ich sie schon das eine oder andere Mal mitgesehen. Und wie gesagt, vor Ort in Berlin haben wir diskutiert. Es ist einfach schön. Margarete Marie, ich würde mich freuen, wenn du in deinen Blog einfach auch diese Challenge aufnimmst oder über Facebook und einfach dazu was sagst. Als Ersatz, falls sie es nicht hört und nicht mitbekommt, hätte ich sonst den Dirk Lunken genommen, den ich auch sehr gerne lese, oder Andreas Ames. Also ich lese viele Blogger. Das sind also diese, die aus der schreibenden Zunft. Also ich möchte das nicht missen und deswegen auch nicht unterscheiden, was ist besser, YouTube oder Schreiben. Und dann, wie gesagt, aus der Kategorie Instagram. Das muss ich jetzt nochmal ablesen. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, weil ich kenne sie ja noch nicht ganz genau. Aber es ist die Heike Whisky Love. Heike Whisky Love, die mag auch Zigarren, habe ich gelesen. Mehr weiß ich jetzt von ihr gar nicht. Es ist eine Bekannte, glaube ich, von Whisky Bass, also von unserer Holly. Selber habe ich mit ihr noch nicht großartig gesprochen, aber ich schaue mir die Bilder immer sehr gerne an. Was ja eigentlich das Typische bei Instagram ist. Würde mich freuen, wenn du das aufnimmst und auch deine vier in der Kategorie vielleicht auf Instagram veröffentlicht. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere ihr den Hinweis gibt, dass sie nominiert ist. So Leute, in dem Sinne wünsche ich euch, genießt ein Whisky, ne? Bleibt gesund und wir müssen das Beste aus der Situation machen, ne? Also kommt gut durch und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. In dem Sinne, macht's gut, euer André.